Wir haben in den letzten Tagen ja auch noch mal erlebt, dass die politischen Entscheidungen, die wir gerade sehen, um das Infektionsgeschehen einzuschränken, über den Weg von Verordnungen, über den Weg von Verhandlungen, von Gremien, die es eigentlich institutionalisiert in unserer parlamentarischen Demokratie überhaupt nicht gibt, getroffen werden. Wie beeinflusst das eigentlich das Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Politik? Führt das eher zu einer Verstärkung von Spaltungserfahrungen, die wir in unserer Gesellschaft ja in den letzten Jahren auch ganz stark beobachten? Oder würden Sie sagen, führt das eher zu einem gemeinsamen Projekt, das wir jetzt gemeinsam gegen die Corona-Krise angehen müssen und damit eher so eine Vereinheitlichung von Staat und Bürgerinnen? Ja, das ist eine gute und sicherlich zum jetzigen Zeitpunkt auch gar nicht einfach zu beantwortende Frage. Einerseits muss man natürlich sagen, erleben wir gerade fundamentale Eingriffe und Einschränkungen in das demokratische Modell, wie wir es kennen. Und da muss man natürlich einerseits auch jetzt nochmal im Ländervergleich sagen, dass das in Anführungsstrichen in Deutschland vergleichsweise moderat gelaufen ist. Auch in der ersten Welle, wenn wir uns das mit Ausnahme- und Notstandserklärungen und Ausgangssperren in anderen Ländern vergleichend ansehen. Deswegen denke ich auch hier bei aller berechtigten Problematisierung der Einschränkung von Grundrechten unter den aktuellen Bedingungen und der absoluten Wichtigkeit zu sagen, darüber muss diskutiert werden können, ohne dass man in die Ecke von Corona-Leugnern gestellt wird, ist es aber aus meiner Sicht zugleich angetan, auch so im Ländervergleich oder im internationalen Vergleich die Dinge ein bisschen einzuordnen und zu situieren. Was man schon sagen muss, und glücklicherweise wird die Debatte darüber auch stärker, wir erleben, wie historisch in allen Krisensituationen, ne, eine in der Krise verstärkte Verschiebung politischer Prozesse hin zur Exekutive. Hierzu muss man jetzt zweierlei sagen. Einerseits ist es tatsächlich so, was weiß ich zum Beispiel jetzt auch die Entscheidung gestern, es gibt in unserem demokratischen System keine formale Funktion für ein Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Das ist als Organ einfach gar nicht vorgesehen, wird aber sehr selbstverständlich als entscheidender Entscheidungsort in der Krise genutzt. Das heißt, hier ist es extrem wichtig, dass jetzt die Stimmen auch aus dem Parlament stärker werden, zu sagen, ihr könnt, zumal wenn es nicht nur eine einmalige kurze Notsituation ist, wie man es vielleicht im März noch dachte, ihr könnt nicht dauerhaft die Legislative ausschalten, beziehungsweise sie nur noch zur nachträglichen Legitimierung nutzen. Das ist ein Punkt, wo aus meiner Sicht extrem die Aufmerksamkeit auch für die politischen Parteien in der Opposition, wie aber natürlich auch eigentlich in der Regierung, drauf zielen, müsste. Inwiefern das jetzt tatsächlich die Prozesse, über die wir auch vorher schon im Sinne einer Krise der Demokratie diskutiert haben, verschärft, das wäre erstmal noch zu sehen. Denn ich würde sagen, dass genau die Debatten, die wir über das Erstarken rechter Kräfte, über die AfD, über die zunehmende Kritik aus rechten Kreisen und Teilen der Bevölkerung an einer abgehobenen Politikerkaste, das ist eine völlig andere Kritik als jetzt die einer Verschiebung des Machtgefüges hin zur Exekutive, weil das eine Kritik ist, die eigentlich überhaupt keinen Unterschied zwischen Legislative und Exekutive macht, sondern die relativ unterschiedslos Politikerinnen als die anderen dort oben adressiert. Das heißt, diese Kräfte, die zentrale Parameter der liberalen Demokratie in der jüngeren Vergangenheit in Frage gestellt haben, werden sich genau für diese Verschiebung überhaupt nicht interessieren. Ganz im Gegenteil wissen wir historisch, dass genau diesen rechten Kräften auch, das sehen wir zum Beispiel auch in Ungarn, also Orbán ist quasi, man könnte sagen, die Inkarnation eines Karl Schmitz mit seiner Idee der illiberalen Demokratie, also quasi der Identität von Herrscher und in der Diktion Volk und die radikale Problematisierung von Repräsentation in den Parlamenten. Ne? Das heißt, wir haben hier so ein bisschen queere Entwicklungen, die es in der nächsten Zeit zu sortieren gilt. Und ich finde, wir haben tatsächlich hier auch insofern ein Problem, jetzt gerade für emanzipatorische und kritische Kräfte, dass wir einerseits gerade durch die Angriffe von rechts und durch die weitgehenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in eine Verteidigung der liberalen Demokratie notwendig wird, aus meiner Sicht als Linke auch absolut wichtig ist.
dass wir aber natürlich eigentlich in der Vergangenheit unsere Aufmerksamkeit eher darauf gerichtet haben und zu Recht darauf gerichtet haben, auf die Funktionsdefizite und die Problematiken dieses Systems hinzuweisen, das nämlich blind war, dafür zu sehen, dass ein System mit zunehmender sozialer Ungleichheit, das zugleich politische Gleichheit propagiert und für sich beansprucht, nicht nachhaltig und nicht zukunftsfähig ist. Und zwar aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Wir haben genügend Studien, die uns zeigen, dass eben nicht alle in gleicher Weise in diesem System repräsentiert sind. Wir wissen, wie stark von Einkommen und Bildung abhängt, ob Menschen überhaupt zur Wahl gehen. Wir wissen, dass die politische Partizipation in anderen Formaten jenseits von Wahlen noch viel sozial ungleicher ist. Also das heißt, die Idee, die es lange gab, dass diejenigen, die sich nicht repräsentiert fühlen im politischen System, dass die sich andere Formate der politischen Organisation und Artikulation suchen, sind absolut falsch. Wenn wir anfangen zu gucken, wer besucht Demonstrationen, wer engagiert sich in einer Bürgerinitiative, wer in einer Partei, dann wird der Bildungsbias und die Klassenspezifik noch größer, als wenn wir uns nur die Wahlergebnisse angucken. Das heißt, wir leben in einer Demokratie, die schon vor dem Erstarken der Rechten und die schon vor den erheblichen Einschränkungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung eine problematische Demokratie war, in der die Stimme der weniger ressourcenstarken, der einkommensschwachen, der eher bildungsferneren wesentlich weniger gehört wird. Ein System, in dem es aus Politikerinnen-Sicht durchaus funktional ist, das ist das, was als Responsivität von Politik diskutiert wird, eher die Stimmen derjenigen zu bedienen, die tatsächlich auch zu Wahlen gehen und sich an diesem System beteiligen. Das heißt, wir stehen als emanzipatorische Kräfte vor der wirklich schwierigen Situation, einerseits zentrale Parameter der liberalen Demokratie gegen die Angriffe von rechts und gegen dauerhafte Einschränkungen von Grundrechten zu verteidigen, ohne dabei aus dem Blick zu verlieren, dass das System in sich hochgradig krisenbehaftet und problematisch ist. Und das ist eine schwierige Aufgabe, weil es natürlich genauso sein kann, und das hat man schon durch das Erstarken der Rechten gesehen, dass die notwendige und berechtigte Kritik rechter Kräfte nicht zugleich zu einer Legitimierung und Festigung der liberalen Demokratie mit all ihren Problemen führen darf. Also wir müssen stärken und zugleich die Demokratie demokratisieren und zeigen, dass das, was wir stärken, ihrer sozusagen selbst absolut reform- und ausbaubedürftig ist.